Hallo schon YouTube, leer. was geht los? Wisst ihr, guck mal, das nenne ich eine. Der drückt wirklich. Vor allen Dingen einfach Mieze voll reingesprochen gerade. Echt mal, ey. Weißt du, Schnauze da drüben, wir wollen nicht wissen, dass Brot im Kühlschrank liegt. Achso, übrigens, habe ich so die letzten Folgen vergessen. Hi, ich bin der Sashi. Sag mal, Rina, hast du irgendwie einen Überschuss an Opfergaben? Nein, das ist ein Freundschaftsspiel und dann wird das immer wieder. Die werden nicht geopfert? Die verschwinden dann nicht? Nein. Alter, ich könnte voll die Scheiße da reinbringen. Sowas wie Schlüssel, dass du die Luke schon vorher aufmachen also, kannst. Nächste Folge. Da kriegst du so viele Punkte dafür. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, den kriegst du erst mit Level sowieso. Also ich habe noch nicht. Ich werde demnächst erstmal keine YouTube-Videos bringen, weil ich muss einen Schlüssel holen. Du musst im Schlüsseldienst. Doch deswegen kommt bei mir die letzte Zeit keine, weil ich abends noch der Arbeit. Hallo, Homora! Achso, guck mal. Weißt du, sie spielt bestimmt immer Killer, weißt du? Wenn ich Killer nein! Ich gehe immer mit Albion, gehe ich immer. Ich hab gerade rausgetappt. Wie doof war das denn? Er das hat den Fallensteller. Achso, ich. Hey. Der ist gut mit dem, ne? Das will ich nicht. Nee, das will ich nicht hören. Das will ich nicht hören. Zumal er redet auch noch so wenig heute. Hä? Doch. Wenn man so heute wenig, letztes Mal mehr. Als wir noch unsere süße Affäre hatten auf dem Balkon. Da hat er geredet. Oh, vielleicht, fuck. Vielleicht hat er das Video gesehen und war einfach unglücklich. Also da wäre ich auch unglücklich. Schockiert. So eine Zaubermaus einfach gehen lassen. Zaubermaus? Also, ja, zum Töten meine ich jetzt. Die hat er heute gehen lassen. Hä? Ja. Ich verstehe das nicht. Muss ich das verstehen? Romeo und Julia. Ah, er stellt Beton irgendwo beim Bus eine Falle. Wie cool. Woher willst du das wissen? Weil ich in der Nähe vom Bus bin. Hast du mich gesehen? Soll ich dich mal streichen? Ja. Kommen? Ja. Oh, er redet. Streiche sie fest. Ey, Mieze! Mieze! Ich hab dein Charakter backt bei mir rum. Die Haare sind gerade über seinem Kopf geschwebt. Die war nicht da, wo die hingehört. Sorry. Warum tust du das? Gibt's ich nicht. Muss gerade an was denken, Sascha. Ich weiß, woran du denken musst. Gibt es nicht bei der Map 2 Busse? Also ich nicht. Oh, ich habe ihn laufen sehen, ne? Ich weiß es nicht. Mieze? Lass doch nicht immer andere Männer an deinen Hintern krabbeln. Hi. Na? Lass ja keine anderen Männer daran krabbeln. Beste Idee ever. Macht ihr das schon wieder alle? Ja, Gangbang ja, so ähnlich. Ich hab mal gesagt gekriegt, wenn beim Fallensteller muss man ein bisschen egoistisch sein. Ja, fall hin. Guck mal, sie sind gefallen. Alter, wenn bei mir vor der Tür Autos langfahren, wirft das immer so einen Schatten, als würde einer vor meinem Fenster lang gehen. Ich wohne im zweiten Stock. Das ist gruselig. Und im vierten. Sag mal, wo hat er dich jetzt hin verschleppt? Bei mir auch gerade. Ah, da. Auf dem Haken. Wahrscheinlich legt er da gleich eine Falle hin. Mieze, ne? Hängt wieder ganz schön hart. Legt er eine Falle bei dir hin? Ja. Jetzt gerade? Ja. Cool. Jetzt nicht mehr. Jetzt guckt er sich um, ob noch jemand ist und geht hinter den Stein. So, oh, cool. Hat er mich gekriegt? Deine Ärzte läuft einfach weg. Ja, ich habe gerade überlegt, dich wirklich da jetzt hängen zu lassen. Weißt du, das ist doch das Schönste. Abgehangen werden von einer Falle in die nächste Falle. Ja, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, Sascha. Komm mit, komm mit. Ja, ich mach gerade hier schöne Sachen und jetzt renne ich. Rina, könntest du mir meinen Rücken streicheln und ein bisschen mit deinem Fingernagel drin kratzen? Wenn du in meiner Nähe bist. Ist das dein Ernst? Ich müsste theoretisch links von dir gewesen sein. Lass rechts liegen, meine ich, Entschuldigung. Ja, da bin ich auch gerade. Lass mich doch einfach liegen, bitte. Lauf auch nicht weg. Dankeschön. Du kannst ja auch nicht weglaufen. Der Bedumpsch. Alter, der. Oh,
die arme mein Charakter, Mieze. Der stöhnt und schreit so laut rum, denn? Das gibt es echt nicht. Weiß ich nicht, irgendwo bei so einem... Ach so. Mein Dude ist ein bisschen ein wehleidiges Arsch. Weißt du, sie lag auf dem Boden und psst, jammert. Verhat mich doch nicht. Und meiner blutet nur so ein bisschen und heult rum, als würde er gleich sterben. Ich würde mal sagen, das Teamwork klappt diesmal ein bisschen besser. Also ich blute immer noch. Ja, das ist mir egal. Hör auf! Ja, auf genau, genau, ich stopfe mir jetzt einfach meine Zahnbürste in das Loch, was er mir in den Rücken gerissen hat. Oh, bitte. Ja, bitte, das mach. Oder? Kannst du den Satz nochmal bitte wiederholen? Du steckst dir eine Zahnbürste ja. in dein Loch? Oder wie bei Tarzan. Habt ihr diesen neuen Tarzan-Film mal gesehen? Da flickt er sich, da flickt er sich seine Bisswunde einfach mit Ameisen. Also hi, wer hier auch immer ist und Generator macht. Abgesehen, oh, gut gemacht. Hi, du stehst mir voll im Weg. Nicht du. Entschuldigung, meinst du mich? Ich hoffe, ihr macht gerade den Ausgang auf, ich bin raus. Oh, ich habe ihm eine Palette ins Gesicht gehauen. Der Ausgang auf, bitte. Ja, dabei. Vielleicht, vielleicht. Jeden Ach, Moment, oh. eventuell. Ja, jetzt. Oh, ich habe die Luke gefunden. Nein. Ich hab vergessen, wo der Ausgang ist. Oh, ich hab die Luke gefunden. Der beste also. Idee ever. Ah, der war auf der anderen Seite. Lass mich liegen, bitte. Ich lauf wirklich nicht weg von dir. Das hast du eben schon mal erzählt. Für immer und ewig, bitte. Bitte. Für immer und ewig. Für immer und ewig. Das Problem ist, wenn es jetzt, glaube ich, jetzt hängt. Hä? Hat er dich vom Arm? Ja. Aua! Also ich hau ab, ne? Was war das? Arsch ist dein Ich wollte mich zu heilen und dann kommt der und schlägt mich einfach. Diese Mieze, wie sie auf den Boden rumkriecht, ist das nicht erotisch? Guckt, wie behaart sie ist. Ja, vor allem bei ihr, Ihre Haare sind eben bei mir einfach durch die Gegend geglitscht. Wieso kriechst du nicht raus? Das sieht voll gut aus, das hat letztens... Krieg raus! Geh doch raus! Du kannst rauskriechen! Du kannst doch einfach gehen! Nein! Bitte! Du wolltest mir nicht... Guck mal, ich hab doch gesagt, ich bleib immer und ewig bei... Guck mal, er schleppt dich sogar zum Ausgang. Der will dich rauswerfen, ja? Den netteste Killer ever! So einen hatte ich aber eben auch! Und ich oder gestern. Jetzt... Ich hab Bonus, ich muss nicht sterben. Gina ist die Uncoole, weißt du, die hätte mal durch die Luke... Ja, die Luke war direkt hinter dir. Echt mal, ey. Die war genau hinter dir. Noch eine Runde? Die war im Ausgang. Hab sie nicht gesehen. Aber wir sind alle durch denselben Ausgang rausgekommen. Noch eine Runde? Also immer ja. durch den Ausgang rauszukommen oder einzukommen. Wir müssen noch eine Runde. Ja, wir müssen auf jeden Fall noch eine Runde. Ja, dann nicht die Gruppe verlassen, er muss... Ich zu spät. Ich join nach. War schon wieder zu schnell. Mieze kommt zu schnell. Weißt du, und Rina, weißt du, man ahnt schon ihr Lachen direkt. Oh, mir ist warm. Weißt du, was dagegen hilft? Ich hab eine Hose an und schlag die auch an. Aber ich hab so einen dicken Pulli drüber. Über der Nein. Hose? Nein. Ich bin bereit. Und ihr so? Ich bin auch ready. Warum sollte ich einen Pullover über die Hose drüber ziehen? Wie komisch sehe ich das denn auch? Wieso sehe ich jetzt eigentlich nicht so aus wie sonst immer? Hä? Boah, ich habe mich gerade verlesen. Sascha hat einen Bad Hair Day. Ja, ich war ein bisschen Harry. Ich habe mich gerade verlesen. Harry. Ich habe gerade Pimmel anstatt Primel gelesen. Boah, jetzt sehe ich so scheiße aus. Warum hast du zwei Zöpfchen? Die hat drei Zöpfchen, am Hinterkopf ist auch noch eins. Ach so, ja, damit man meine das anpacken Nase kann. Läuft alt. Dann halt sie fest, nicht dass sie wegläuft. Laufen tut die Nase und riechen tun die Füße. Er nimmt bestimmt Geist. Nee, riechen tun die nicht, ich war vorhin. Aber du bist ja gerade erst aufgestanden. Ja, davor, wie ich nach Hause gekommen bin. Zur Information, wir haben es gerade 21 Uhr. Dam. Ich bin am gleichen zu Hause. 11:30.
12 bin ich heimgekommen. Dann war ich duschen, hab ein Knäckebrot gegessen und hab geschlafen. Ihr seid einfach alle die Knäckebrot-Esser. Ich würde ja behaupten, das ist der Geist. Ich wusste es. Ja, ich hasse ihn jetzt schon. Das Flugzeug hebt wieder. Das war nicht ich. Dann weiß ich, wer es war. Wette, 100 zu 1, ich werde der Erste sein. Ich will der Allerbeste sein. Ich werde die Erste sein. Ups. Hä? Bin ich irgendwie dumm oder finde ich keinen Generator? Mein Kommentar bitte. Also hat jemanden wohl gefunden? Die Glocken haben geläutet. Ich weiß schon, wovon ich rede. Cool. Bin doch nicht der Erste, cool. Ich werde immer die Erste sein. Diese, diese innige Liebe zwischen euch, ne? Ja. Sie sucht ihresgleichen. Ihr seid alle so weit weg, ne? Bin ich nicht nett. Nee, ich bin bei dir in der Nähe. Seh dich gar nicht. Weißt du, wie sie da rumkriegt? Ich weiß gar nicht, wo du bist. Weil. Ach da. Ich weine auch gerne. Boah, das ist ein guter Standpunkt. Und sie kriecht und kriecht. Also wer auf kriechende Videos steht. Komm zu mir. Rina, pass auf, der Killer kommt zu dir. Wenn du gerade einen Generator fertig gemacht hast. Ich bin gerade in Sicherheit. Nice. Und jetzt. Wenn der so ruhig ist, ne? Das ist, glaube ich, das Allerschlimmste. So, wenn Killer ruhig sind, ist das auch schön. Oh, hi! Findest du? Doch, komm halt die Schnauze. Rennst du gerade? Machst du dann auch brav Recover? Ja, ja, ich so zwischendurch bleibe ich mal stehen und krieg ich aber eigentlich weg. Eigentlich kriegst du weg, okay. Hey, 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 komm mit, komm mit, komm mit. Rina! Wie die mich einfach im Stich lässt! Rina? Ja. Ja, hallo. Also du bist gerade. Nicht Numero Uno. Du bist gerade. Danke! Ja. Danke! Wir haben hier einen schwerverletzten Sascha. Nein, ich Entschuldigung, meine Fingernägel. Das ist eklig. Ich werde von zwei Frauen angegriffen, also von daher. Ich hasse euch, ne? Ach, meine Nase. Der lässt mich auch liegen. Der was steht da drauf. Gnadenlos. Helfen Sie lieber da hinten. Nee, Mörder, renn mal da hinten hin. Die helfen da jemanden. Geh mal da. Dass sie wieder bei mir rumknurrt. Geh weg. Hier da. Renn das schon wieder hier rum. Geh weg. Ich seh dich, auch wenn du unsichtbar bist. Ist weg. Miete, Miete, weg, 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 weg. Geh weg! Oh Gott, Sascha! Für dich doch, Mann. Sascha liegt halt gerne auf dem Boden. Der liegt gerne im kalten Dreck. Also wer gerne Spiele im Griechen sehen möchte, ne? Rina, kannst du bitte weiter Generatoren machen? Ich untersuche den Rasen gerade. Boah, geile, geile Stoff. Mm. Hi. Wie der da auch noch am Rumbrüllen ist. Ich lieg am Boden. Ich hab Schmerzen. Ich bin wieder unsichtbar, du siehst ihn, obwohl er unsichtbar ist gerade. Dann muss der neben uns stehen, ne? Ja, gut, hinter ich uns. Ihn. Ich mach trotzdem. Oh, 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 oh.
Ina, erzähl mal was. Das ist echt schön, das die Abenddämmerung hier und der ganze Nebel. Das ist echt schön, das gefällt mir. Aber ich vermisse so ein bisschen das Haus. Na komm. Oh, das vermisse ich so ein bisschen. Ja, ja, so Häuser. Ach, ist ja nur noch ein Generator, ne? Durch. Ja, ja, ich hab da wieder so eine leichte Schürfwunde. Oh Mann, hätte doch funktionieren können. Was, ich find's ja interessant, ne? Mal so reingeschissen oder gefragt. Wer war im Haus und hat die zwei Kisten gelootet? Ich hab. Okay. Die eventuell gelootet? Okay, cool. Warum liegt Mietze eigentlich? Weißt du, sie redet von Cook bei Sashino, der liegt immer auf dem Boden. Aber selber liegt sie auch immer. Schon zum dritten Mal. Nee, sie liegt gerade auch zum zweiten Mal, ne? Ja. Aber wie auch kein hinterhängt, das finde ich interessant. Der will uns überleben lassen einfach. Er hat keine Lust darauf zu gewinnen. Komm ich mal Arsch. Wow! Sag mal, bist du wie das war Gefühl. Wenn du so deine Gefühle ausdrückst, tut dein Freund mir leid. Bisschen Sadomaso, hat noch niemandem geschadet. Machen wir mit. Geil, Mietze anfassen. Oh, Entschuldigung. Da sag noch mal einer, ich wäre das, ja? Wollte dir schon immer wehtun. Er kommt. Ich hätte wäre auch schon mal gerne angegrabbelt worden, aber. Tut mir leid, er kam gerade raus. Mietze, schlechte Idee, was du machst. Ich finde, der sollte mal einen Sascha aufhängen. Warum ich? Mir wehgetan. Ja, und ich habe gerade hier so einen Geist an der Arschbacke kleben. Super. Ich höre dich hinter mir. Ach, wie geht da einfach ein Fick drauf? Gibt das. Was denn? Hä? Was? Hä? Was? Was für ein Problem hast du? Hast du es gar nicht mitbekommen? Was habe ich nicht mitbekommen? Der Killer ist gerade einfach an. Der Killer ist die ganze Zeit hinter mir her. Ich habe ihn am Arsch kleben. Hocherotisch. Ja, du bringst ihn noch gerade hierher. Killer, guck mal hinter dich. Mann, Killer-Chan. Lass mich doch mal in Ruhe. Alter, woher wusstest du, dass ich hier sitze? Mietze, komm mal mit. Lass mich jetzt anfassen. Komm her. Will ich das? Wo bist du denn? Hier, guck mal. Hier. Guck jetzt her. Dankeschön. Ich hab dich nicht. Wo sitzt du denn? Ich seh dich gar nicht. Ja, ich bin jetzt weg. Du bist jetzt nicht raus. Ich seh dich gar nicht. Jetzt hat's Mietze erwischt. Ich kann mich jetzt selber verarzten. Mach dich jetzt mal schön heil hier. Mietze ist schon wieder gefallen. Rina. Oh. Was? Okay, tschüss. Sascha fässt mich an. Psst! Mann! Oh. Sie verrät das auch noch. Mietze! Was machst du denn? Ey, wir hatten dich gerade wieder hingestellt, ja? Jetzt haut er wieder ab. Der lacht sich bestimmt so übertrieben ins Fäustchen. Ja. Da legt er die Mietze öfters flach, ne? Mietze wird richtig flach gelegt. Oh, ich hab einen Titel. Wie ich ihn schon so vom Weiten sehe, dass er auf mich zukommt, weißt du? Halt mal still. Ah, ist ja gut. Du, wir sind jetzt alle okay. Können wir jetzt bitte rausgehen? Stimmt, hier rum wie so ein. Ja. Sascha will jetzt bestimmt wieder die Luke finden. Ich will hier einfach nur raus. Ding ist, ich weiß nicht, wo der Ausgang ist. Ist jetzt kein Scherz. Du bist, glaube ich, in der Nähe. Oh! Ja, in der Nähe vom Killer. Oh, weg.
Tarzan raus. Ich auch. Nice. So ein bisschen sadistisch ist der ja schon veranlagt. Also ich gucke ja noch zu bei euch. Wieder immer so. So. Ich finde ja. Sadistisch veranlagt ist. Was ist das denn für eine Aktion? Kann es sein, dass du keine Lust hast? Ich habe überlegt, sollen wir da zum anderen Ausgang gehen und den auch noch aufmachen? Ich würde behaupten, der Killer war nett. Ja, diesmal. Warum hast du uns nicht getötet? Ausnahmsweise. Vielleicht hat er ja versucht, alle flach zu legen, damit wir alle rumkriechen und uns kriechend beschnuppern können. Ich wollte gerade fragen, wieso habe ich die meisten Punkte gekriegt? Wolltest du dir ein Beispiel an der Nurse letztens nehmen, die blutende? Nurse? Natürlich. Schweinerei. Wow. Wir sind jetzt aber auch schon wieder 20 ja, Minuten, gut. Ne? Ja. Was? Ich hab gehört, XXL-Folge. Nein, Spaß. Ja, gut. Dann war's das. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ciao.